RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Pitschnass und den blöden Mauernhof auch nicht gefunden. Irgendwie werd ich aus der Landkarte nicht schlau, Alter. Naja, ich mein, wie willst du auch schlau werden aus dem Ding, wenn du die ganze Zeit falsch rumhältst? Ist aber auch egal. Wir haben ja diese schmucke Unterkunft gefunden. Schmuck ist was anderes, aber naja, was willst du machen? Besser wie nix. Schau mal auf der Landkarte nach, wo wir hier gestrandet sind, Lenny. Ah, schau, da waren wir eben Morrowood Moor. Da waren wir und bingo, wir hätten genau in die andere Richtung gehen sollen. Egal, nun sind wir hier. Naja, gut, lass uns mal die Hütte eine Runde anschauen. Ja, ey, gute Idee. Scheint keiner da zu sein, alle ausgeflogen. Aber unheimlich ist das doch irgendwie hier in der Bude. Hey, schau mal, eine Krone. Ich bin der König. Es kann nur einen geben, den MacLeod. Sie Sklave, verlassen Sie mein Reich oder dienen Sie mir oder sterben Sie. Aus welchem Film hast du denn das geklaut? Ach, das war irgendein alter Film von Anno Dazumal. Den hatte Werner mir mal empfohlen in der Videothek. Hey, Alter, hast du das gehört? Da ist jemand. Oh Mann, das ist mal wieder typisch. Wir sind hier auf dem alten Schloss, wo keine Sau, aber auch keine Sau sich verirrt. Das ist ja noch ganz okay. Aber dann finden wir eine Krone und stellen fest, dass das eventuell das Versteck eines Massenmörders ist. Jack the Tripper. Wer sagt denn, dass das ein Massenmörder sein muss? Hast du eine Leiche gefunden? Und allgemein, wieso sollte gerade der Jack the Ripper von England bis in die Highlands marschieren, nur um hier seine Leiche zu verstecken? Scheiße, den hat er sicher bemerkt, dass wir hier sind. Okay, nun bekomme ich auch Schluss. Das ist doch alles nicht wahr. Pass auf, ich nehme das Kamineisen und du nimmst deinen Stock. Und dann, sobald der hier die Tür aufmacht, knall ich dem das Eisen gegen die Beine und du den Stock voll auf die Rübe. Okay, okay, dann rennen wir hier raus wie wild und rennen um unser Leben. Ich hasse diese Spukschlösser. Psst, Lenny, da vorne, siehst du das auch? Ein tanzendes Bettlaken. Mohat, du Depp, das sieht mir eher aus wie die berühmte weiße Frau. Was für eine Frau? Die weiße Frau? Mann, scheiße, dann ist King Kong bestimmt auch hier in der Nähe. Mensch, du Nuss, das ist doch ein ganz anderer Film. Ich meine, die ist doch aus dem Film. Das hier ist aber echt so richtig anders echt. Ich habe schon noch viel von gehört, aber jetzt sehe ich sie auch endlich mal. Das glaubt mir keine Sau. Hallo, Sie da, junge Frau. Wir sind aus Berlin. Ich bin der Mord und da ist der Lenny. Vielleicht könnten sie uns helfen, wir suchen hier den Gasthof. Mensch, Mohat, das ist die weiße Frau. Meinst du, die vermietet ihr Zimmer oder was? Das klang wie... Wie Werner? Ach du Scheiße, Werner hat's gekillt. Den Sturz hat er garantiert nicht überlebt. Ich wusste schon immer, dass der Werner ein arbeitsgeiler Typ ist. Der mal locht in ganz Europa, Hammer. Und jetzt ist er wohl, naja... Ich glaube, jetzt ist er endgültig hin, wa? Unkraut vergeht nicht, aber glaube, er ist hinüber. Obwohl, in Frankreich mit der Guillotine, wie du siehst, ist er jetzt hier. Mir ist das Schnuppe, was der hat. Ich hab Durst. Hey, hab ich eben auf der Landkarte gesehen, dass 2 Kilometer nördlich von hier eine Taverne ist. Was, eine Taverne? Die ist sicher auch verlassen, Alter. Nee, hier steht, die ist für Touristen gebaut worden. Also schicken die da aus. Da gibt's dann auch Flüssiges gegen Bares. Da bin ich bei, mein Mester. Ich schmeiß eine Runde und eventuell auch 2. Und ich dann die 3. Aber was machen wir mit Werner? Ich meine, ob es dem gut geht? Naja, was soll man mit dem schon machen? Einfach liegen lassen. Bis dem einer findet, ist der verwest. Vom Winde verwest. Jojo, echt irre. Aber anscheinend hast recht. Hey, schau mal hier, die Puppe auf dem Boden. Sieht fast lebensecht aus. Das ist eine Wachsfigur. Bestimmt eine Wachsfigur von Werner. Und der ist bestimmt gestohlen worden aus dem Wachsfigurenkabinett von der komischen Toupee. Naja, aber egal, was soll's. Los geht's. Oi, wohin wollten wir gleich nochmal gehen? Ich glaube zum Zug. Nee, was trinken wollten wir? Mohat, du vergisst einfach nichts. Absolut nichts. Das ist echt heftig. Ganz genau.